Ninja. So. Und der Ton war weg. Warum auch immer. Und ja. Noch irgendwas dazu sagen? Joa, spielt die GBA-Version, wenn ihr wollt. Da gibt es extra Dungeons, die ein bisschen anstrengend sind. Da gibt es aber richtig gute Gegenstände dann. Also richtig gute. Ja, komm schon, greif an. Hallo? Okay, ich B. Was passiert hier? Willst du mich verarschen? Was ist das? Hat er ausgewichen oder was? So, der erste Teil, ja. Ich kann eigentlich nicht viel darüber erzählen, außer dass es Spaß macht. Dann kommt der zweite Teil. Den habe ich nur einmal gespielt. Den habe ich angefangen, auch einmal auf dem NES. Damals halt alle einmal ausprobiert. Und dann auch auf der PlayStation. Hat mir aber nie gefallen. Warum? Komme ich gleich zu. Dann habe ich das Remake gespielt. Auch auf dem GBA. Und das macht Spaß. Da gibt's auch, da macht auch das extra Sinn und Laune. Ist sehr cool gemacht. So, warum ich den zweiten Teil nicht mag. Es gibt eine Saga-Reihe. Saga? Vielleicht kennt das jemand. Okay. ja, jetzt kommen wir erstmal dazu und besiegen dieses plötzlich erscheinende Monster. Gottheit. So, habe ich eine Eisklinge eigentlich? Weil die kriegt natürlich dann Kevin. Ist das schon das Monster oder kommt das erst noch? Oh, das ist das schon. Huch, okay. Während ich jetzt angreife. Ah, ich habe noch getroffen. Das ist doch schön. Ja, aber eigentlich kann ich da währenddessen auch erzählen. Ja, komm, komm, komm. Oh, Mann, das nervt mich so bei dem Spiel. Ah, es ist nicht sehr smooth. Und man kann irgendwie, man muss immer aussuchen, was man als nächstes macht. Ich denke mal, das macht mehr Spaß zu zweit. Hätte ich mal zu zweit spielen sollen mit jemandem LPT. Aber naja. Hätte ich nicht so viel Spaß mit den Charakteren. Huhu, Angela, wie böse sie guckt. Die Saga-Reihe ist ein Spin-Off durch den zweiten Final Fantasy Teil entstanden, weil es ganz anders ist. Bei Final Fantasy 2, oder besser gesagt bei der Saga-Reihe, es gibt ja sehr viele Saga-Spiele schon, ist es so, dass ich muss kurz heilen. Ah, warte. So. Dass ihr kein Level höher geht und keine Erfahrung bekommt, sondern es passt, ihr kriegt so, ihr werdet so besser, wie ihr auch kämpft. Wenn ihr Magie benutzt, werdet ihr besser in der Magie. Wenn ihr zuschlagt, werdet ihr werdet ihr besser in das, da muss ich mal heilen. Nur sie. Dann werdet ihr besser in Kraft. Wenn ihr getroffen werdet, kriegt ihr mehr HP. Das ist die Saga-Reihe. Das ist, da habe ich mal Saga von 3 gespielt. Also in dritten, nee, 4 glaube ich. Sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall das Minispiel. Oh mein Gott, war das cool. Würde ich eventuell auch, aber es ist zu anstrengend, das Spiel. Also ich weiß nicht, ob ich das Let's Playen will. Aber es macht Spaß, weil es gibt sehr viele Charaktere, von denen ihr aussuchen könnt. Und das ist schon cool. So, ich brauche deine Magie, Angela. So. Nein, 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 nein. Warum komme ich nicht? Warum komme ich nicht dran? Und du bist so hässlich. Komm, mach schon. Habe ich überhaupt noch eine Eisklinge? Ich kann das nie lesen. Ist doch komisch. Das ist voll eklig, das Teil. So, der zweite Teil ist also der erste der Saga-Reihe. Und trotzdem Final Fantasy. Natürlich trotzdem Final Fantasy 2. Nur ist es einfach so, ja mein Gott, du fängst irgendwann an, dich selbst zu schlagen, einfach nur um HP zu bekommen. Ich meine, es ist natürlich legitim, mein Gott, kann man machen, wie man möchte. Nur es ist anstrengend. Du hast 3 Charaktere, die immer da bleiben, das ist natürlich gut. Du kannst zum Beispiel den Hauptcharakter zum Magier machen oder, wie eigentlich vorgesehen, Schwertkämpfer. Aber auch Magie oder so. Bloß Magie habe ich zum Beispiel dann nie Bock gehabt zu trainieren, weil... Wow, wow, wow. Ich sollte zuerst das hier machen. Nein, nein. Weil es einfach lange dauert. Dann habe ich natürlich nur Heilung. Da gibt es nur einen. Heilung habe ich natürlich hochgemacht. Und einen Angriff. Und Frosch. Weil wenn ihr Frosch Max macht,
kommt jetzt, könnt ihr ein Minispiel spielen, wo ihr richtig gute Sachen bekommen könnt. Jo. Oh nein, nicht abwehren. Das ist ja doof von dir. Das finde ich nicht gut. Du bist feige. Du machst ja richtig. Bin so gespannt, wie die alle aussehen mit der nächsten Form. So, Saga hat aber eine Geschichte. Das heißt, ja, sie werden ja, Königreich und bla und ihr flieht. Und am Anfang haben sie so eingebaut, dass man Wörter auch mit sich merken kann. Das ist aber relativ schnell weg, was ich schade finde. So, Kevin. Hä? Irgendjemand heilt ihn, glaube ich. Irgendjemand hat, glaube ich, eine Feuerklinge. Oder Angela hat sowieso eine Feuerklinge. Ich weiß es aber nicht. So, gib mir mal deine Klinge jetzt. Dankeschön. Saga ist also sehr Final Fantasy 2 ist sehr schwer, finde ich. Also, ist es fordernd. Selbst auf dem GBA. Aber da macht es noch Spaß, weil weil sie es halt fairer gemacht haben. Und übersichtlich. Ich mag es, wenn es hübsch aussieht. Yes! Fick dich doch in dein Feuerarsch. Hey, nur Kevin hat so einen heißen Arsch. Jo. Aber. Hä? Okay, ja. Ist irgendwas passiert. Sieg! Wir haben es zum letzten geschafft, das Gottbiest der Dunkelheit. Aber der Mana-Stein wird seit Jahrhunderten vermisst. Ja, und während wir warten, wird es stärker. Dieses Katzenmädchen Josephine meinte, wir bekommen in Pedan bessere Waffen. Pedantisch. Ja, werden wir natürlich sofort ins Mana-Reich gehen. Das wird so... Wow, wir können uns alle auf höher machen. Ah, wir werden gleich alle aufdigitieren hier. Mädels, ist das nicht spannend? Ist das nicht geil? Okay, los geht's. Ach so, ja. Guckt, so sehen wir aus. Ach ja, waren das noch Zeiten? Ich habe mich natürlich nur verdrückt, aber müsst ihr ja nicht sagen. Los geht's. Also, mit einem machen wir das jetzt. Erstmal abspeichern. Und dann, das kann ich aber, glaube ich, auch im Holy Fucker Motherland. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich. Unten links blinkt es natürlich jetzt. Aber es ist gut, ich mag das. So. Ja, sonst gehst du doch auch immer von alleine. Danke. Lufti fragt mich doch sonst nie. Wo fliegst du hin? Mach hinne. Warum wird's dunkel? Was war das? Hat er irgendwie... Irgendwie ging es ihm nicht gut, habe ich das Gefühl. So, da müssen wir hin. Das wird so spannend. Ja, komm, bitte bring mich sofort hin. Nein, ich will nicht ganz von vorne. Ihr seid doof. Ja, okay, dann nochmal. Komm, Mädels. Wir speichern ab und dann muss ich das holen und dann sind die Gegner überhaupt da noch? Nein, scheinbar nicht. Keine Pogo-Buschel mehr, die bunt sind. Oh. Kommt man hier oben lang? Oder musste ich jetzt einmal ganz rum? Oh, ich befürchte das Schlimmste. Naja, was soll's. Hör auf, Programm mich anzumeckern. Die Framerate ist überhaupt nicht. Ups, Entschuldigung. Ich wollte das Programm nur mal anmeckern. Ich glaube, ich bin falsch. Aber nee, hier ging's doch. Seht ihr? Schon habe ich mich verloren. Jetzt, wo Mana so total dunkel und eklig ist. Ach, hier oben war noch was. Da, seht ihr schon? Ruckel, das passiert sonst nie. Okay, da muss ich mich nochmal dran setzen. Kaum habe ich eine Sache gelöst, kommt das nächste. Das ist doch nervtötend. Das ist doch irgendwie, ne? Also ich glaube, oh mein Gott, ich glaube, wir sind richtig. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich kann gar nichts sagen. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal ab. Ruckelt das jetzt immer noch? Ich kann es jetzt gerade nicht wissen. Wir haben relativ in guter Zeit zwei Monster hier, zwei Götter gekillt. Das heißt, wir brauchen jetzt, um beim Mana hier anzuklopfen, brauchen wir das. Das heißt, die kommt weg und die
Sturmmünze brauche ich auch nicht. Und jetzt die tote Todes... Nein. Tote Wolfseele. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, das ist richtig. Nun, mach hin, ne? Wie lahm das alles ist. So. Versuche jetzt deine Stufe zu verändern. Konzentriere dich. Oh mein Gott, geil. Um diese Entwicklungsstufe zu erreichen, brauchst du ein besonderes Item. Hast du es? Was wirst du tun? Da. Sie fragen mich gar nicht, ob ich das möchte. Ah ja, weil ich Dunkelheit habe, kommt wieder ein Regenbogen und... Okay. Er ist brauner geworden, aber anders brauner. Jetzt ist er irgendwie so... Kämpfer wandelt sich von einem Schläger in eine Todes... in einen Todeshand. In einen Todeshand. Na, Mädels? Okay, wir haben Angst. Ich sehe überhaupt nicht aus wie so ein Zuhälter, so ein Klischee-Zuhälter, so ein schwarzer Klischee-Zuhälter aus dem Film. Gucken wir mal, wie wir aussehen. Yo, gar nicht mehr wie Kevin und auch gar nicht wie auf als Bright. Ist überhaupt nicht rot, da. Status. Ach ja, Todeshand entwickelt sich zu gar nichts. Ja, der Rest hat sich auch noch nicht entwickelt, weil ich muss ja erst... Das ist seltsam. Kann ich jetzt einfach bessere Sachen anziehen oder so? Salü Todesfaust. Todesstoß, verwandelt sich nachts in einen Todeswolf. Wurftechnik. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das war das Richtige. Aber ich... Dunkel wollte ich. Ich glaube, das war richtig. Ja, wird schon richtig sein. Irgendeinen Grund hat es. Seid doch mal ruhig. Hört doch auf, immer rumzumeckern. Ist doch alles in Ordnung. So, und jetzt finden wir für euch gleich in Pupu, oder wie das heißt, finden wir für euch auch die richtigen Sachen. Das ist einmal das Arkane-Buch oder sowas und einmal heiliges Wasser. Das schaffen wir. Das schaffen wir für euch. Aber ich war einmal wichtiger. Oh. Todeshand. Das bleibt. Das bleibt, wie es ist. Es bleibt und ich muss hier runterlaufen, um mich abholen zu lassen. Warum auch immer. Nein, selbst... So, Mädels, jetzt könnt ihr sehen, wie geil rot ich Pavian-arschmäßig bin. Ich kann euch aber nicht zeigen, wie ich kämpfe. Ich kann euch nicht zeigen, wie ich trommel. Und ich kann euch nicht zeigen, wie ich Puff-Puff mache. Warum nicht? Weil ich das nicht möchte. Und bei einem von euch auch noch nicht kann. Ich bin 15, ja. Das habe ich gelesen. Beim Suchen habe ich rausgefunden, dass Kali 15 sein soll. Bloß weil sie halb hier Fee ist, sind die zurückgeblieben oder so. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht. Also, ich glaube, weil die länger leben, kann man schon so... ganz gut sagen, wie süß Luft die ist. Voll die coole Sau auch. So, ich mag das nicht, rückwärts zu fliegen, deshalb fliegen wir jetzt zu whatever Pinge Ponge Pange. Ich errange die vergessene Stadt Pendan. Ja, komm, da. Natürlich, weil das wusste ich ja auch. Los geht's! Nacht soll...